Zu einem gesunden und ausgewogenen Lifestyle gehört nicht nur viel Training und genügend Schlaf, sondern auch die richtige Ernährung. In dem Video zeige ich dir meine aktuellen 3 Lieblingsmeals. Das Beste ist, sie sind einfach umzusetzen, haben viel Protein und du kannst es mega einfach zu Hause nachmachen. Und falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Eduard. Ich bin einfach nur ein Typ, der gerne trainiert, isst und reist. Viel Spaß mit dem Video. Zuallererst brauchst du eine Waage. Auf diese Waage tust du dann deinen Topf. Dort kommen dann Haferflocken rein. Ich benutze immer die zarten Haferflocken. Die sind auch super günstig, kannst du beim Aldi oder sowas kaufen. Danach kommen 2 Teelöffel Chiasamen dazu und 1 Teelöffel Flohsamenschalen. Anschließend füllst du den Topf mit 400 bis 500 ml Wasser und fängst ihn an, auf der heißen Herdplatte umzurühren. Wenn es dann am Köcheln ist, tue ich immer Tiefkühlbeerenmischung von Edeka rein. Die kann ich sehr empfehlen, ist meine Lieblingsmischung. Kauf die nach, vertrau mir. Je nachdem kannst du dann auch immer ein bisschen Wasser dazugeben, dass die Konsistenz passt. Wenn du das Gefühl hast, dass alles passt, nimmst du den Topf von der Hitze runter und gibst Whey-Protein dazu. Ich benutze immer das Impact Whey von MyProtein. Mit Code JIMOARD kannst du mich unterstützen und dabei noch Fett sparen, da gibt es immer den größten Rabatt. Mein Lieblingsgeschmack ist Cereal Milk, kannst du gerne probieren. Gerade läuft nämlich auf Instagram ein Gewinnspiel bis zum 11.11. Da kannst du gerne dran teilnehmen. Jetzt kommen wir zu was ganz Feinem, nämlich etwas dunkle Schokolade. 12 Gramm benutze ich da ungefähr und ich benutze die mit 81% Kakaoanteil. Im Anschluss kommt bei mir noch ein gut gemeinter Teelöffel Erdnussmus oben drüber. Jetzt noch mein Geheimtipp, nämlich tiefgefrorene Banane. Die gibt dir nämlich so eine richtige Geschmacksexplosion, wenn du das Heiße hast und dann das Eiskalte. Es ist echt Bombe, vertrau mir da. Optional kannst du natürlich noch 1 bis 2 Datteln oben drüber zerkleinern und das Ganze dann im Anschluss mit einem Zimtteppich finishen. Da haben wir das Ganze vor uns. Falls du mir auf Instagram folgst, das ist mein Frühstück. Das esse ich fast jeden Tag und so sieht die Mahlzeit aus. Ganz einfach, warum ich die so super finde, ist, die hat ein extrem hohes Volumen und dafür echt wenig Kalorien. Also wir haben hier 900 Kalorien. Das klingt jetzt erstmal viel, aber es ist ein halber Topf. Ich krieg das mal erstmal rein, also das hält mich extrem lange satt. Du hast da ein bisschen was von der Schokolade, so ein Zimtteppich und sowas. Gefrorene Bananen, ja, wie schon gesagt, die müssen gefroren sein. Das ist dann am geilsten von der Geschmacksexplosion. Wir haben hier viel Protein. Ich habe gemerkt, wenn ich so Essen esse, da ist einfach meine Performance einfach viel höher im Training und insgesamt auch mein Wohlbefinden im Alltag einfach höher. Aber vom Geschmack lasse ich dich am besten selbst überzeugen. Schreib gerne dann in die Kommentare, wie du es dann fandest. Das ist für mich absoluter Gaumenschmaus. Also ich habe die Mahlzeit jetzt auf jeden Fall verputzt und ich bin richtig satt. Und ich wette, 99% von euch werden nach dieser Mahlzeit auch satt sein. Viel Spaß beim Nachmachen, ab zur nächsten Mahlzeit. Als erstes heizst du deine Pfanne vor. Nun benutze ich immer so ein Ölspray, um mir einfach Kalorien zu sparen, weil dort die Dosierung einfach besser ist. Jetzt schnappst du dir 4 Eier und klatschst sie nacheinander in die Pfanne. Sei jetzt nicht angewidert, aber gib Harzer Käse geschmolzen endlich mal eine Chance. Mir persönlich schmeckt es wirklich sehr gut und geschmolzen ist das nochmal eine andere Nummer. Dazu ist es noch super einfach, denn du musst es einfach nur oben drüber bröseln. Für noch mehr Feintuning schnappen wir uns eine rote Zwiebel und geben die oben drüber. Als Gemüse benutze ich sehr gerne rote Paprika gemischt mit Tomaten. Ich benutze auch öfter diese Protein Wraps aus dem Edeka, probier die mal. Da kommt das ganze Essen dann rein, das ganze Gemüse und zum Schluss noch ein bisschen von der scharfen Soße. Mal wieder ist eine super schnelle High Protein Mahlzeit fertig. Keine 10 Minuten und super lecker. Fertig ist unsere nächste Mahlzeit hier mit Protein, Tortilla Wraps, mit ein bisschen Ei, ein bisschen harzer Käse. Gib dem Ganzen eine Chance, wie schon gesagt. Harzer Käse ist echt ein Gamechanger, wenn er geschmolzen ist. Wir haben hier noch ein bisschen Gemüse, ja, Paprika, Vitamin C, noch ein bisschen Tomaten, damit wir ein bisschen mehr Volumen haben. Gerade so eine wirkliche Running-Mahlzeit von mir kann man super schnell zubereiten, super einfach. Bis keine 10 Minuten in der Küche, hast du cleanes Essen. Natürlich sieht das jetzt nicht aus wie eine Meisterleistung und ich habe die auch nicht gerollt, weil ich esse die meistens immer so, dass ich die dann einfach so nehme und dann so zack, unten festhalte, damit nichts rausläuft und dann reinbeiße. Und zwar so. Ist geil. Ei mit harter Käse, noch mit diesen roten Zwiebeln. Bombenmischung. Wirklich. Mach's nach, schreib in die Kommentare, wenn du es nachgemacht hast, ob du das auch so geil fandest. Und Real Talk, gib dem harter Käse eine Chance. Kommen wir zur nächsten Mahlzeit. Das ist so eine Mahlzeit für mich, die ich mir fast gar nicht mehr wegdenken kann. Und weißt du was? Diese Mahlzeit machen wir sogar auf Zeit. Ich stopp die Zeit auch mit Film. Das werden keine 5 Minuten sein. Wirklich. Ohne Film wahrscheinlich 2 Minuten Zeit. Stoppuhr. Machen wir jetzt Start. So, let's go. Du schnappst dir eine Packung Körniger Frischkäse auf Halbfettstufe und tust das Ganze in deine Schüssel. Jetzt hast du 3 Möglichkeiten. Du schnappst dir entweder Skier, Magerquark oder Topfen und gibst 100 bis 200 Gramm dazu. Für eine bessere Konsistenz vermengst du das Ganze mit ein wenig Wasser und rührst es dann um. Als Vitamin- und Geschmacksquelle benutze ich tiefgefrorene Blaubeeren. Zum Schluss toppst du das Ganze mit ein paar Walnüssen und ein wenig Honig. Und fertig ist ein Proteinsnack, der nicht nur gut aussieht, sondern auch gut schmeckt. Ab 4 Minuten irgendwas. Mit Kamera umstellen.
Du zu Hause hast keine Kamera, die du umstellen musst. Also 2 Minuten maximal, da bist du fertig, Mann. Da hast du Bomber Nährwerte. Zu denen kommen wir jetzt. Da haben wir sie, die absolute Basic-Mahlzeit. Warum ist sie für mich nicht mehr wegzudenken? Ganz einfach. Ihr habt es gesehen, die Schnelligkeit dieser Mahlzeit. Die geht immer zwischendurch. Ob du morgens keine Zeit hast, kannst du dir machen. Vor dem Training, nach dem Training, vorm Schlafen gehen, wo ich es am meisten benutze vom Schlafen gehen. Vor und nach dem Training gibt es da schon bessere Sachen. Super easy. Wir haben hier gesunde Fette wieder, ein bisschen Honig für die Sweetness. Kalorienzahl blende ich dir ein. Geht auch vollkommen klar. Ist eher ein Snack, aber musste hier natürlich auch dabei sein. Ich hoffe wirklich, dass du dir das ein oder andere aus diesem Video mitnehmen konntest. Würde mich extrem über einen Kommentar freuen, über ein Like und über ein Abo. Und das Allerwichtigste, nicht vergessen, bleib stabil.